Schatz, eigentlich war sie gar nicht so jung von mir so. Wenn jemand sagt, Liebe auf den ersten Blick gibt's nicht, dann sei mir der beste Beweis dafür, dass es sehr gibt. Vor bald 10 Jahren hast du mir mit deinen Locken und deiner Herzlichkeit komplett den Kopf verbrannt und bringst mich heute nur zum Strahlen. Du bist ein Putzeltal, was mein Leben komplett macht. Jeder Moment, den wir miteinander erlebt haben, ist einzigartig, weil du so einzigartig bist. Ich liebe es, über alles in der Früh neben dir aufzuwachen. Vor allem liebe ich dich, weil du der hilfsbereiteste und rücksichtsvollste Mensch bist, den ich kenne. Ich weiß, dass du alles dafür tust, dass ich gesund und glücklich bin. Ich kann dir nicht versprechen, dass jeder Tag perfekt wird oder dass das Leben einfach wird. Aber was ich dir da und jetzt versprechen kann, ist meine ewige Zuneigung, mein Respekt und meine bedingungslose Liebe. Ich werde allem für dich da sein, deine Hand halten und mein Bestes geben, um dich glücklich zu machen. Du bist von mir der schönste und beste Mann auf der Welt. Liebe dich. Mein Schatz, jetzt haben wir so lange auf unseren Reisen dort warten müssen. Und heute war es einfach so weit. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du auf Korsika meine Unterhose genommen hast und den Tränen ausgebrochen bist. Selber war genau der Moment, wo ich genau gewusst habe, dass du und leider du der Richtige für mich bist. Das Strahlen in deinen Augen hat mir nur mal gezeigt, dass du wirklich mein Ein und Alles bist. Keine Worte können beschreiben, wie richtig du mir bist. Du bist die Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Wie du allem so schön sagst, wir sind ein Streamteam. Und selber werden wir allem bleiben. Ich kann da jetzt auch noch Stunden weiterreden über unsere Liebe, aber gescheiter ist es, wenn wir jetzt mit unseren Liebsten unsere Liebe feiern werden. Ewig dein, ewig mein, ewig uns, geliebte Welt. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Ich sehe dich nicht allein als großen Bruder, obwohl du gelernt bist wie ich, sondern auch als Vorbild. Und da kann ich dir ein paar Gründe nennen, wieso. Erstens kann ich meine Eltern sicher bestätigen, und auch deine Eltern, dass du für uns drei Buben der fleißigste bist und am meisten allen hilfst. Deswegen. Zudem hast du mit deinem Fleiß geschafft, eine gute Führungsposition beim Arbeit zu kriegen. Du hast es geschafft, Kapitän der Fußballmannschaft zu sein, wo ich im Bergischen Ehre gespielt habe.
ich kann eigentlich niemand, der so ein Problem mit dir hat, bist du halt ziemlich beliebt. Du bist so Charakter und ich bin in vielen Hinsichten, wie gesagt, beneide dir als Bruder. Was ich dir am meisten beneide, ist, dass du vor ca. 10 Jahren, schon mit 22 Jahren, die Frau für dein Leben gefunden hast. Weil ich bin jetzt 27 geworden. Ich bin noch meilenweit davon entfernt. Und Fern ist ein Labyrinth zu mir passen da. Falls du halt irgendwelche Single sein, kannst du dich voll auf mich melden. Was ich nur möchte sagen, ist, wenn sie Jasmin gegeben hat und hat sie den besten Hund auf der Welt gegeben in Halle. Für mich gibt es nichts, was mir glücklicher macht als ihr Halle. Ihr wisst es. Und ich komme jetzt auf den Thema Halle, weil vor circa 2 Wochen dann bin ich in den Mund spazieren gewesen und dann bei dir dann wieder angehen. Dann hast du zu mir gesagt, das machst du so gut als Babysitter von anderen. Das kann die bei den Babys von euch, die nachher eh seinen Stock habe, auch so machen. Zu guter Letzt, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich es am 14. August an den Hochzeitstagen ausgeführt habe. Das hat mir jetzt 2 Tage lang gleichzeitig zu meinem Geburtstag eine wunderschöne Feier mit mir gemacht. Ich habe mir es nicht besser vorstellen, meinen Geburtstag zu feiern. Und ich wünsche euch zwar für die Zukunft das Allerbeste, viel Gesundheit, viele Baby und alles Glück. Bis bald. Vielen Dank. Die Asi und ich sind seit ungefähr, jetzt kommt's, 17 Jahre beste Freundinnen. Wir haben uns, wie es halt bei jeder guten Freundschaft so gehört, erst noch nicht besonders nett. Aber sobald wir uns besser kennengelernt haben, waren wir sofort unzertrennlich. Ich habe nie eine Schwester gehabt. Aber die Asi ist in all den Jahren eine Ersatzschwester von mir geworden. Wir streiten uns nicht gleich wie Schwestern, sondern wir stärken uns auch gegenseitig in Rücken. Vorgestellt haben wir uns in unseren wildesten Partynächten allem als Schwestern. Geglaubt hat uns auch jeder. Gefeiert haben wir die Wilden, Tequila geliebt und allem auf der Shell rodeln. Die Asi hat eigentlich nie viele Männer in ihrem Leben gehabt. Haha. Ich wünsche eng für eure Ehe, dass es lernt, gemeinsam zu wachsen, dass der Bund der Ehe eng unzertrennlich verbindet, dass alle Schirne miteinander teilen könnt, alles komplizierte und schwere gemeinsam proben könnt und eure Liebe nie aus eurem Herzen verliert. Ich werde auf alle Fälle eurem Florenkstoß sein. Und jetzt Prost und auf den Schirn oben.